Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar geht es heute wieder um meine Manga-Sammlung, weil ich habe ja das eine Video gedreht mit, was eure Videowünsche sind. Und da ist was gekommen von Xmas die Channel X. Und zwar, dass ihr zum Beispiel meine Manga-Sammlung nochmal drehen könnt ihr. Und damit fange ich jetzt heute am besten auch an. Ja, also ist ein Bildchen, das mache ich mal weg. Einmal Sailor Moon Band 1 bis 6 und 11 und 12. Hoppala, jetzt habe ich das auseinander gemacht. Also bis 6 und 11 und 12 von Naoko Takeuchi. Das müsste jetzt eigentlich schon jeder kennen. Und da oben sind jetzt ich glaube, was ist das? Ja, genau. Egmont und ein paar Kasemangas. Ich wollte mir die, also ich habe es jetzt erst bis 3 gelesen und 4 bis 12 will ich dann durchlesen, wenn ich die restlichen habe. Und ja, dann kommen jetzt eine zu meinem Lieblingsreihen. Also von Daytime Shooting Star, also der Manga oder die Reihe ist von Mika Yamamori. Also am Anfang war ich ja von dem Zeichenstil nicht so irgendwie, aber jetzt finde ich die Reihe echt super und ist auch eine meiner Lieblingsreihen. Und ja, der hat auch wieder spannend geendet und der war auch wieder spannend und da freue ich mich auch schon auf eine Fortsetzung von dem. Dann kommen wir hier auf zu Magi, The Labyrinth of Magic von Shinobu Otaka. Irgendwie war ich am Anfang irgendwie so ein bisschen, ich weiß auch nicht. Aber ich kaufe mir den jetzt einfach mal weiter und ich denke, dass er mir schon gefallen wird. Ja, das waren jetzt die Kasemangas und dann gehen wir gleich zu dem unteren Regal. Das ist jetzt Egmont. Dann haben wir hier von Arina von Emma Toyama, Pocha Pocha Swimming Club, Band 1. Den müsste jetzt eigentlich auch so gut wie jeder kennen. Den fand ich auch toll, aber der hat ja dann noch keine Fortsetzung gekauft. Dann von Aminase, Namida Osagi, Namida Asagi Tränenhase, Band 1 bis 5. Und ich finde auch wirklich den Zeichenstil echt toll. Und Band 4 hat auch wieder sehr spannend geendet. Und Band 5 muss ich noch lesen, da bin ich noch nicht dazu gekommen. Aber das werde ich dann heute wahrscheinlich noch machen. Dann machen wir weiter mit Close to Heaven. 1 bis 4. Also Band 4, der hat wirklich so toll geendet. Da freue ich mich auch schon auf Band 5. Also der war wirklich toll. Der ist von Rin Mikimato. Und ich finde den Zeichenstil auch echt cool. Also den mag ich wirklich ganz gern. Und ja, da freue ich mich auch schon auf die Fortsetzung von dem. Dann My Little Monster, Band 1 bis 3. Also 1 und 2 habe ich schon gelesen, Band 3 muss ich noch machen. Das ist von Rubiko. Am Anfang, also bei dem ersten Band, finde ich sein Ziel auch noch nicht so. Aber mittlerweile finde ich den richtig toll. Und da freue ich mich auch schon auf Band 3, den zu lesen. Dann Obakachan, A Fool for Love. Also steht irgendwie dran, einmal von Sato Sakuri und Sakuri Sato. Wahrscheinlich haben die irgendeinen Fehler gemacht beim Drucken, keine Ahnung. Oder gehört so. Ja, also den fand ich wieder eigentlich ganz gut. Und ja. Zu dem habe ich jetzt irgendwie nicht so viel zu sagen, weil ich ihn eigentlich ganz okay finde. Dann von Peach Pit zu Kuya Band 1. Ich fand den richtig toll, den muss ich mir den zweiten Band noch holen. Der war richtig toll. Also den hat mir gut gefallen. Dann Blush von Abi Umeda. Den habe ich heute gelesen. Der war auch toll. Da muss ich mir, ich weiß gar nicht, wie viele Bände der hat. Wie viel hatten der? Ich glaube 3, oder? Ich weiß gar nicht. Ja, der hat mir richtig gut gefallen. Da werde ich mir auch die Fortsetzung kaufen. Ja. Dann habe ich hier Puella Magi Madoka Magica. Von dem Magica Quartett, den werde ich jetzt nicht aussprechen. Und ich finde die auch relativ dünn. Also, ja. Naja. Dann eine Enkelband, Sonate des Schicksals von Kaoru Ichinose. Keine Ahnung. Ja, also der ist eigentlich recht nett für ein Enkelband, was für zwischendurch geht es schon mal. Dann Venus vs. Virus. Von Atsushi Tsutsumi. Den fand ich eigentlich auch ganz gut, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, mir die nächsten Bände zu kaufen. Ja. Dann Mimic Girl Princess von
Ach, ich spreche den Namen am besten nicht aus. Ja, den habe ich jetzt auch noch nicht so wirklich gelesen, aber ich freue mich auch schon drauf. Und ja, das war jetzt mal der erste Part von meiner Manga-Sammlung. Das waren die zwei Regale. Und ja, dann sehen wir uns dann im zweiten Part. Bis dahin, ciao!